Hallo und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Infamous. Just strung a power line from the historic district back over to the neon. Should make it easier for you to move around. Dankeschön, John. Da er ist eben doch immer so nett zu uns. Der gute alte John. So, Hilfe für dich. Dann gehen wir jetzt gleich mal zu unserer nächsten Mission. Vorher noch den Leuten helfen. Yeah, ich bin cool. Dir kann ich auch helfen. So. Da haben wir eine Nebenmission. Die machen wir aber erst später. Sondern wir gehen jetzt gleich zur Hauptmission. Und ich bin mal gespannt, was da wieder auf uns zukommt. Gehen wir am besten hier mal über die Häuser zur Mission. Dann kommen wir auch nicht so viel Feinden immer in die Quere. Ach, da oben ist es ja schon. Macht sich aber gut. Oh, oh, Mine. Ganz schnell starten. Startmission. Startmission. Perfekt. There's a big fight, bro, between the Dustmen and the First Sons. Normally, I'd gladly sit back and watch those idiots beat the hell out of each other. But there are too many innocent people around there. Put a stop to the fight. Okay, natürlich joinen wir den Battle. Also, es bekriegen sich hier, ich nenne es mal, zwei Gangs. Sind das? Keine Ahnung. Ich glaube, das sind Freunde oder so. Auf jeden Fall bekriegen sich gerade zwei Gangs gegenseitig. Und tja, normalerweise sollte uns das ja wenig ausmachen. Ich meine, dann töten die sich ja gegenseitig, unsere Feinde sozusagen. Nur das Problem ist, dass die jetzt eben ja in der Nähe von Zivilisten machen. Und es ist natürlich nicht schön, wenn dabei Zivilisten verletzt werden. Weshalb man natürlich dagegen vorgehen muss. Das ist ganz klar. Das ist klar. So, Jungs, aber jetzt hier mal schön rein spammen. Zack. Jetzt kriegt da schön eine rein. Und wie wär's mit sowas hier? Bam. Und nochmal bam. Gehst du mal wieder down hier? Danke. Jetzt ist hier noch so ein dicker Willi. Bam, 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 bam. Bam. Guckt's euch an, das ist doch traumhaft. Geht ja auch mal down hier. Ja, endlich. Lang genug hat's gebraucht. Das ist ja nicht mit dem auszuhalten. Jetzt komm. Mach hier hinne, fall um. Ja, komm. Das kann ich auch, ne? Kann ich auch, siehst du? Gar kein Problem. Jetzt brauche ich aber unbedingt wieder ein bisschen Saft. Weil, so. Lade ich schön auf, Cole. Ich glaube, Cole hat einen sehr günstigen Stromanbieter. Also, sorry, aber was der an Strom verbraucht, möchte ich gar nicht wissen. Jetzt gehen wir doch hier aus dem Weg. Sonst muss ich dir ja wehtun. Okay, ein Arm fehlt ihm schon. Das ist immer ein gutes Zeichen. Wenn den Leuten schon Gliedmaßen fehlen. Und er leuchtet jetzt auch schon rot. Umso besser für uns. Ja, das war's. Aber wobei, da sind jetzt noch ein paar Feinde hier irgendwo. Oh, dem kann ich doch helfen. Ja. Wo gehen wir als nächstes hin? Ach, hier sind doch noch Feinde. Ja, wo denn? Das sind noch keine Feinde, oder? Das sind Feinde. Ah, das ist aber gut zu wissen. Ja, die sind sowas von schwierig zu treffen. Das glaubt ihr mir gar nicht. Kleine Scheißviecher. Ja, Leute, seid ihr down? Nein. Gott, regen die mich auf irgendwie. Ja, es ist jetzt gut hier. Und einer noch. Komm schon. Endlich. Geschafft. Titanic Justice. Mission complete. Ja, so gehört sich das aber auch hier. Dankeschön. Und der Bereich ist nun sauber. Und da kommen erstmal keine Feinde mehr hin. Und die böse Nebenmission ist auch geschafft. Ich habe gerade gesehen, wir haben eine Nebenmission gemacht. Und keine Hauptmission. Ist ja jetzt ehrlich gesagt auch egal, denn die Nebenmissionen schaden einem auch nicht. Aber jetzt geht es gleich ab zur Hauptmission, nämlich zu Against the World. Wir gegen die ganze Welt. Wer wird wohl gewinnen? Ja, natürlich wir. Ich meine, es ist ja nur die ganze Welt. Wer ist jetzt das ganze Universum?
dann hätten wir vielleicht ein paar Probleme. Aber ich meine, die Welt, ha, wie groß ist denn die schon? Da mal wieder auf dem Dach oben. Komm, Kolan, hoch mit dir. Ach du, komm, geh mir weg. Ne? Ja, jetzt bin ich da mit runtergeflogen. Das war nicht beabsichtigt. Should be a balloon near your location. 74 seconds. Yeah, I see it. Damn things are spraying toxin all over the place, turning people into maniacs. In order to stop them, you're going to have to destroy the UAV circling it, then figure out a way to disable the balloon shield. After you kill the shield, jump onto the platform and detach it from the balloon. Without that ballast, it'll just drift away. 46 seconds. Then we go after Kessler. Okidoki. First things first, Cole. Das klingt nicht schwierig. Das klingt nicht schwierig. Falls ihr es nicht ganz mitbekommen habt, werde ich das euch nochmal ein wenig erklären. Hier fliegen also so ja, Heißluftballons rum, die so Gift verstreuen, das eben die Menschen zu aggressiven Menschen macht. Ja. Menschen zu aggressiven Menschen, ja. Und was sollen wir machen? Ja, Leute, was soll denn die Kacke hier? Wir sollen hier diese Drohne abschießen, so wie jetzt, und danach einen Weg finden, das Schild von diesem Heißluftballon zu zerstören. Das ist im Prinzip unsere komplette Aufgabe. Ja, Cole, komm, mach ein bisschen schneller hier. Und danach, nachdem wir das Schild von dem Heißluftballon zerstört haben, ist eigentlich das Ganze schon so gut wie gegessen. Wir sollen eben dann nur noch auf den Ballon raufgehen und irgendwie die Gewichte von ihm abmachen. Ja, da sind eben so Gewichte drauf, die den eben halten. Das ist alles. Und jetzt mache ich das Teil hier kaputt. Gehst du hier mal down? Ah, dafür. Interessant. Interessant. Und zwar können wir das Schild so kaputt machen, indem wir unsere neue Attacke benutzen. Oh, verdammt. Ja, scheiße. Tja, nicht da drin stehen. Jetzt, wie komme ich denn da hoch? Ja, nein, Leute, sorry, aber das kann ich jetzt hier nicht machen. Ich muss jetzt hier erstmal zu dem Heißluftballon hoch. Ach, Leute, wie komme ich denn hier hoch? Jetzt verarscht mich doch nicht. Ich krieg ja gleich hier wieder Zustände. Cole, jetzt spring da hoch, sonst kriegst du es auch hin. Ja, Evil Action, Leute, sorry, ich kann doch hier jetzt keine Nebenmission machen. Also, tut mir leid, aber alles ist ja jetzt hier auch nicht drin. Und du haust jetzt erstmal hier vollkommen ab. Jetzt, wo ist er? Da ist er. Raufspringen. Haben es geschafft und jetzt müssen wir hier diese Gewichte abmachen. So. Und dann, ja, soll es das gewesen sein. Voila! Das war's schon. Ach, nochmal einer. Ja, super, hier ist nochmal ein Ballon. Das war ja klar, dass es mit einem nicht genug ist. Da müssen natürlich dann gleich mehrere kommen. Jung, hau ab. Hier müssen auch überall Minen liegen. Ja, das ist natürlich auch klasse. So, wo ist der Ballon? Ach, jetzt meldet er sich auf einmal hier wieder. Sieg, die Sache ist gegessen. Musste gar nichts hier wieder gut machen, das ist vorbei. Jetzt, wo ist der Ballon? Ich bräuchte mal den Heißluftballon. Aber Leute, ist das nicht unverschämt, dass sich auf einmal jetzt der Sieg aus dem Nichts meldet und irgendwie um, ja, Vergebung bittet? Also ich finde das ein bisschen dreist. Ich weiß nicht, wie ihr die ganze Sache seht, aber schon ein hartes Stück, ne? Was der hier meint zu sein. Auf jeden Fall werden wir mit Sieg keinen Kontakt mehr haben. Zumindest sehe ich die Sache so. Jetzt, wo ist der Heißluftballon, Leute? Also, Leute, seht ihr den gerade? Ich sehe den irgendwie nicht. Ich bin ratlos, helft mir.
Heißluftballon, wo steckst du? Ne, ich habe keine Ahnung, wo das Teil sein soll. Irgendwo hier muss er doch sein. Macht mich nicht kirre. Sprich mal hier hoch. Ja, jetzt geht's doch hier relativ schnell. Ich liebe diese Stromleitung. Habe ich das schon mal erwähnt? Und, ach, verdammt, jetzt bin ich runtergefallen. Ja, das Problem ist, diese Zivilisten sind jetzt alle sehr aggressiv drauf. Weshalb ich mich da jetzt auch gar nicht auf den Boden begeben möchte. Jetzt, wo ist der Ballon? Ja, bitte nicht ins Wasser. Nicht ins Wasser, nicht ins Wasser. Ach Leute, kommt schon, das ist nicht euer Ernst, oder? Danke. Danke fürs Gespräch. Okay, weiter geht's. Jetzt hab ich ihn. Da ist er nämlich. Ganz schnell dahin. Okidoki. Wo ist denn hier die Drohne? Die bräuchte ich jetzt zuerst. Bam! Die Drohne hätte ich. Jetzt muss ich hier nur noch irgendwo vielleicht hochklettern. Genau. So, und jetzt muss ich nur noch... Bam! Strom. Ich brauche Strom. Leute, gib mir doch immer Strom. Dankeschön. Und Cole, kommst du da irgendwie hin? Kannst du da jetzt schon eine Attacke machen? Jetzt aber, oder? Nein, du verhaust die gerade. Komm, Cole. Mach die doch auf den scheiß Heißluftballon. Was ist denn daran so schwierig? Oh, ist das hier mal wieder eine Drahtüte da, Cole? Du warst mal ein bisschen schlauer. Muss ich dir schon lassen, Cole. Also, du hast nachgelassen mit der Zeit. Gut, es ist natürlich auch viel passiert, das muss man auch sagen. Viele Schicksalsschläge sind Cole schon zugefahren. Aber trotzdem muss man doch dann hier nicht gleich so sein, wie er jetzt ist. So, du Ballon. Wie gefällt dir das? Tja, das Schild war schon längst down, meine Lieben. Scheiße. Das Schild war schon längst down. Da hätte ich müssen gar nichts mehr machen. Und das habe ich eben gar nicht berücksichtigt. Cole, ich entschuldige mich bei dir. Du warst doch nicht das Problem. Ich war das Problem. Ich bitte um Verzeihung. Lass mir ja gleich mal die schöne Drohne hier abschießen. Okay. Cole, jetzt können wir weitergehen. Und es tut mir nochmal... Es tut mir leid, Cole. Ich hätte da sollen nicht zu dir sagen. Es war nämlich nicht deine Schuld. War meine. Ah, oh, Leute, tut mir das jetzt um den armen Cole leid, dass ich den jetzt so fertig gemacht habe. Und rüber. Jetzt können wir doch hier rauf. Jetzt sind wir drüben. Und jetzt kann ich doch dann eigentlich... Ja, das sollte doch jetzt schon down sein, das Schild, oder? Ja, ist schon down. Und nur noch hochkrapseln und die Teile entfernen. Das sollte dann alles sein. Und eins noch. Bam, bam. So wird das gemacht, nicht anders. Wenn man es dann mal hinbekommt. That'll slow the spread of gas in this burrow. Kessler still has two more balloons deployed in the neon. Zwei mehr.